Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir ein DIY-Mega-Makeover für Garten, Terrasse, Balkon, was auch immer. Es sind ja jetzt auch die Sommerferien und vielleicht bleibt ihr ja zu Hause und möchtet aber trotzdem zu Hause ein bisschen Wohlfühloase, ein bisschen Urlaubsfeeling zu Hause eben. Also dann freue ich mich, wenn ihr jetzt dran bleibt und dann seht ihr, wie ich eine Ecke auf unserer Terrasse so ein bisschen marokkanisches Flair gegeben habe. Sitzgelegenheit steht, Sonnenschutz auch, aber es sieht ein bisschen langweilig aus. Und ich habe mir gedacht, also so als Inspiration wollte ich so ein bisschen marokkanisch, orientalisch angehaucht. Ich habe mir jetzt ganz viele Deko-Sachen gekauft. Die werde ich jetzt hier platzieren und ich hoffe, euch gefällt es auch. Alles sieht natürlich wunderlicher aus mit Teppichen. Deswegen habe ich hier solche Outdoor-Teppiche. Die habe ich ganz günstig bei Xenos gefunden. Aber wo ich alles gefunden habe, schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Also schaut da mal rein. Wir legen die jetzt mal aus. Dann hatte ich hier noch ganz günstige Textilien gefunden, Kissen, und ich fand, die passen ganz gut. Die werde ich jetzt einfach hier auf die Bank legen. Ja, das ist auch ein bisschen bequemer. Dann habe ich noch diesen Teppich gefunden. Ich wusste noch nicht genau, für was ich das benutzen werde, aber ich glaube, ich werde ihn einfach sogar hier drauflegen. So als kleiner Läufer. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Jetzt fehlt natürlich noch was hier drauf. Diese gehämmerte Schale fand ich ganz passend zum orientalischen Thema. Die werde ich jetzt einfach hier auch draufstellen. Dann kann man dann Getränke oder ein Teelicht oder sowas reinstellen. Und hier habe ich noch einen coolen DIY-Tipp für euch. Wenn ihr solche Laternen findet, die gibt es jetzt ganz günstig. Die habe ich zum Beispiel auch im Sale ergattert. Dann könnt ihr solche kleinen LED-Lichterketten reingeben. Und es sieht dann voll cool aus bei Nacht. Ich lege es mal so rein. Die sind einfach mit Batterie betrieben. Können auch aufhängen oder einfach hinstellen. Körbe sind auch mal ganz hübsche Deko-Elemente, weil sie so ein bisschen andere Textur mit reinbringen. Man kann die auch verwenden, um dann eben Blumen reinzustellen, die Kissen reinzulegen oder was auch immer ihr verstauen möchtet. Ich stelle sie jetzt einfach mal auf und werde wahrscheinlich noch eine Blume reinstellen. Pflanzen sind zur Dekoration immer super wichtig. Habe ich jetzt erst gelernt, dass ich auch Pflanzen nehme. Ich liebe halt Kakteen und Sukkulenten. Deswegen habe ich hier auch sowas ausgesucht in so einem silbernen Behälter und den stelle ich jetzt einfach auf den Tisch. Es kann eigentlich nie zu viel Deko geben. Deswegen habe ich jetzt noch so einen Vorhang. Ich finde, es sieht richtig cool aus und es sieht sehr orientalisch aus. Und den werde ich jetzt einfach an diesen Pavillon anbringen. Da ist so eine schöne Stange und hier ist es einfach so mit so Klettverschluss. Damit es abends auch noch schön gemütlich ist, hänge ich jetzt eine LED-Lichterkette auf und das war's. Dann nur noch so Kleinigkeiten. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich diesen Vorhang nicht noch mehrfach gekauft habe, weil das sieht richtig geil aus. Ich hätte ihn gerne noch an den anderen Seiten, aber ich glaube, das werde ich noch nachholen. Aber jetzt hänge ich die erstmal auf. Tada! Und fertig! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren vielleicht ein paar Deko-Ideen auch für euch dabei. Ihr könnt es ja natürlich individuell gestalten. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet, wie ich einfach Sachen dekoriere, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass euch das gefällt. Ich werde euch alles in der Infobox auflisten, was ich so verwendet habe, weil ich habe das auch erst neulich gekauft, also, und es war im Sale, also müsst ihr schnell sein. Aber sie sind noch verfügbar, deswegen, falls ihr da irgendwie Interesse habt. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Video. Ihr könnt hier noch in mein letztes Video reinklicken. Das war ein
ein H&M Sale Haul. Hier reinklicken, wenn ihr Bock drauf habt. In der Infobox ist auch nochmal verlinkt, da könnt ihr auch nochmal draufklicken. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich schwitze meinen ab. Oh mein Gott, seht ihr das? Es ist extrem heiß. Ich habe mir natürlich den heißesten Tag ausgesucht, um das zu machen. Naja, aber so ist es halt. So ist das Urlaubsfeeling auch richtig real. Also einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.